Frank Kramer, Spiel hat sich auch mitgenommen, die Stimme zumindest. Der Trainer ist heiser, aber glaube ich glücklich mit endlich mal einem Heimsieg und 3 Punkten. Ja, natürlich, wir sind total happy, dass wir heute einen Heimsieg feiern dürfen mit unseren Fans. Ja, und die Mannschaft hat einfach das heute gut angenommen. Ja, wir haben eine sehr disziplinierte, sehr klare Leistung gebracht und sind als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Der Druck vorher war brutal, muss man sagen. 10 Punkte auf Bochum Rückstand. Man musste die Spiel gewinnen, um dran zu bleiben. Hat man das gemerkt? Auch der Mannschaft hat was. Sie haben es auch gemerkt an sich? Ja, natürlich merkt man das. Also da würde man jetzt ja nicht die Wahrheit sagen, wenn man sagt, dass man es nicht merkt. Aber die Mannschaft hat es einfach hervorragend angenommen und hat sich, ja, man hat sie heute nicht angemerkt. Ja, und es ist natürlich schon wichtig, dass man das sowas geschlossen dann auch angeht, so eine Situation, und sie so meistert, wie wir das heute getan haben. Man hat häufig hier gute Spiele abgeliefert. Am Ende hat es nie gereicht für einen Dreier. Was war heute der Unterschied? Wir haben 2 Tore gemacht und der Gegner keins. Also das heißt, wir haben halt ganz, ganz wenig zugelassen und waren halt vorne einfach ein Stück weit effizienter, als wir das vielleicht in anderen Spielen waren. Und ja, diese Geschlossenheit macht es halt dann auch aus. Was bringen die 3 Punkte für die Tabelle, ist klar, aber auch vom Kopf her, vorletztes Spiel, schweres Spiel jetzt in Leipzig? Naja, ein Erfolgserlebnis ist immer gut, wenn man sich für die tägliche harte Arbeit belohnt. Ja, das gibt einem ein gutes Gefühl dann für das, was kommt. Und deshalb, ja, ist es, wir haben heute gezeigt, dass wir am Leben sind und dass wir noch da sind. Und das ist ganz wichtig. Das ist auch gut so, danke. Gerne. Amos Pieper, erstmal Glückwunsch, 2:0, Heimsieg. Man weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Ne? Der letzte war, glaube ich, im April gegen Schalke. Ja, das stimmt. Und diesmal war es endlich mal wieder vor einigermaßen vollen Rängen. Umso schöner, was von außen gekommen ist, wie die Fans uns getragen haben, ist die letzten Spiele schon sehr außergewöhnlich für unsere Situation und tut einfach gut und hilft uns enorm. Nach dem schlimmen Spiel, so möchte ich mal sagen, in Berlin, stand die Mannschaft ja unter Druck. Man musste das Spiel gewinnen, sonst wäre man ja, auch wenn rechnerisch mal was möglich ist, aber fast schon weg gewesen. Heute Niederlage. War der Druck besonders groß? Ja, klar, der ist immer groß, aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Also auch die Kritik, und das ist berechtigt. Wichtig ist, dass wir, egal was von außen kommt, zusammenbleiben. Es ist immer, jetzt weg vom Druck, einfach schwierig für uns ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Wir müssen 2 Top-Halbzeiten spielen, um was holen zu können. Und das hat man heute wieder gesehen. Und dann zum richtigen Zeitpunkt die Dinger machen und alles wegverteidigen, was wir wegverteidigen können. Und das ist nie einfach für uns. Und deswegen umso schöner, dass wir jetzt die 3 Punkte geholt haben und auch, du hast angesprochen, sehr, sehr wichtig aufgrund der Konstellation. Zumal es ja auch so ein 6-Punkte-Spiel ist, zumindest Bochum bleibt jetzt auf 7 Punkte ran. Es sind noch viele Spiele, sonst wären die ja fast schon weg gewesen. Ja klar, aber auch das stimmt, es sind noch viele Spiele. Die Hinrunde ist jetzt fast vorbei, aber das ist jetzt eigentlich, es gilt mehr denn je, dass egal wo wir hinfahren, geht es um Punkte für uns. Egal wie der Gegner heißt, egal wohin die Auswärtsfahrt geht, egal wer zu uns hinkommt, es ist völlig egal. Wir müssen oft 3 Punkte holen noch. Ist klar, heute verdienter Sieg, trotzdem, wenn man so schied, man hat viele Heimspiele gehabt, die man hätte gewinnen können, am Ende ist es ein Unentschieden gewesen. Was hat heute den Unterschied ausgemacht? In dem Fall sogar 2 Tore mehr als der Gegner zu schießen, aber alles, was war, ist echt egal. Also wir haben uns da, glaube ich, auch vielleicht zu lange mit beschäftigt, dieses hätten wir mal oder gerade die ersten Spiele hätten wir mal mehr Punkte geholt. Und das haben wir dann irgendwann gemerkt, dass es nicht so hilft. Und genauso, wenn man ein schlechtes Spiel dabei ist, wie es jetzt am Wochenende war. Es hilft nicht, sich zu lange damit zu beschäftigen, sondern es geht dann weiter für uns. Es ist viel gelaufen, trotzdem mental natürlich, ist ein Mental-Doping sozusagen, so ein Sieg. Was bringt das jetzt für das Spiel in Leipzig? Da sind die Favoritenrollen ja klar verteilt. Gibt das nochmal so einen Push, letztes Spiel des Jahres? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, auch wenn der Gegner jetzt RB Leipzig heißt, ist es völlig egal. Wir brauchen Punkte, natürlich gibt das einen Push, viel mehr, als hätten wir jetzt hier wieder nur unentschieden oder gar verloren. Ja, auf jeden Fall. Das gibt einen Schwung, den wollen wir mitnehmen und jetzt nach Leipzig fahren. Okay, Moritz Pieper, schönen Dank. Gerne. Manuel Friedl, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Endlich ein Heimsieg. Seit 8 Monaten, wie erleichtert ist man da als Kapitän, das Ding heute gezogen zu haben? Ja, sehr erleichtert. Wir wussten, dass es ein kämpferisches Spiel wird. Und wir hatten auch was gut zu machen in Berlin. War es keine gute Leistung von uns. Wir wollten aus dem Heimspiel ausbessern. Das ist uns gelungen heute. Das sind wichtige 3 Punkte. Weiter geht's. Wir brauchen die Punkte. Nächste Woche wird noch schwieriges Spiel in Leipzig. Aber für uns ist jeder Punkt, jeder Dreier ist einfach wichtig da hinten im Abstiegskampf. Und ich glaube, es ist auch gut zu sehen, dass wir den Anschluss nicht verloren haben.
zu den anderen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, wir müssen einfach weiterarbeiten. Der Druck war ja riesig heute. Man musste dieses Spiel gewinnen, braucht man nicht um Rea reden. Sonst wäre man fast schon abgeschlagen gewesen. Jetzt gibt es wieder 3 Punkte der Hoffnung. Ja, ich würde jetzt nicht von Abgeschlagenheit reden. Klar kann man sagen, okay, man hat nur 10 Punkte geholt. Eine Saison ist lange, 34 Spieltage. Man hat letztes Jahr auch gemerkt, wie schnell das gehen kann. Ich glaube, Bremen hat damals bei uns ein Spiel gewonnen. Die waren 12 Punkte vor uns und sind dann abgestiegen direkt. Also in der Liga darf man sich nicht ausruhen. Wir müssen auf uns schauen, wir müssen unsere Punkte machen. Und das haben wir heute gemacht. Den können wir genießen, den Sieg, und müssen uns schon wieder voll dann auf Leipzig vorbereiten. Was bedeutet dieses 2:0 auch im Hinblick jetzt erstmal auf das Spiel am Samstag und dann auch noch vor der Winterpause jetzt nochmal einen Heimsieg geschafft haben? Ja, was bedeutet es? Für den Kopf ist es extrem wichtig, dass die Mannschaft gewinnen kann. Das haben wir bewiesen. Wir hatten auch, wenn man das Hertha-Spiel jetzt ausklammert, in den letzten Wochen überzeugende Spiele, nur haben wir das Ding nicht über die Linie gedrückt. Heute haben wir es über die Linie gedrückt. Wird Selbstvertrauen geben, und da müssen wir halt dieses Selbstvertrauen mitnehmen und in Leipzig das Bestmögliche rausholen. Okay. Danke, Manu. Gerne.